Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir stehen ganz kurz vor dem Ende. Jetzt aber richtig wirklich. Ja, die letzte Ebene wartet. Angeblich mit dem Meister der Tiefe, der aber, wenn man dem Kommentar glauben darf, den es vor 2-3 Tagen gab, nicht der schwerste Kampf des Spiels ist. Das werden wir entscheiden, ob wir ihn schaffen oder nicht. Wenn es nicht der schwerste ist, dann schaffen wir den. Ja, und wenn wir ihn schaffen, dann ist es der schwerste Kampf des Spiels. Und wenn wir ihn nicht schaffen, dann auch. Was? So können wir nur in beiden Fällen gewinnen. Wir können ihn nur gewinnen. Ah. Ich meine, früher oder später töten wir ihn hier. Das sieht schon aus, als ob das hier quasi zum Meister der Tiefe führt. Also was denn hier? Großes Abenteuer abgeschlossen. Wicht kehrt mit Geld und Gegenständen zur Festung zurück. Ja, das war aber letztes Mal schon. Ja, aber das hatten wir nicht begutachtet. Ja, doch, in dieser kleinen Statusmeldung stand quasi genau das drin. Ja, die hat aber niemand gelesen. Ich hab sogar laut vorgelesen. Nein. Natürlich. Nein. Ja. Das musst du mir aber zeigen, weil das stimmt nicht. Kann ich gerne machen. Oh Gott, was? Diese Kleine. Dann 4 sind also ganz viele. Ja, so wie Orks zählen. 1, 2, 3 Hamasch, was ja viele heißt. Ja, nee, das sind 4. Nein, das sind Hamasch. Nein, das sind 4. Hamasch kann man sagen, wenn es eine Menge ist, die man nicht durch bloßes Hinsehen erfassen kann. Ja, sobald es mehr als 3 sind, ist es Hamasch bei Orks. Ja, bei Orks, die sind aber unterdurchschnittlich intelligent. Sure. Ja, sagt der Mensch. Ja. Durch die Öffnung pulsiert warme Luft. Mhm. Gut zu wissen. Ja, interessant. Yes. Ja, wo standen die denn da? Oh, Füße. Sind ganz unten. Sag jetzt aber auf, jetzt Meister der Tiefe. Der Schuhdoktor Schuhe hat für diesen Fuß? Nein, so große Schuhe hat selbst der Schuhdoktor nicht. Nur falls muss er anrufen. Und auf 555 Schuh. Aber ich bin nicht drauf klar, warum sie jetzt hier wieder so komische Opfergegner sind. Weil das die Sklaven der Drachen sind. Ja gut, aber ich würde mich natürlich hier so ein bisschen als Meister der Tiefe auch mit mächtigeren Wachen umgeben, ne? Falls sie tatsächlich nicht am Magner kommen. Naja, du bist ja jetzt schon der Mächtigste. Ja, aber man muss es ja nicht herausfordern. Ey, aber wir sind doch hier so ein Auserwählter des Schicksals und wir haben es hier gerade so hineingeschafft. Das stimmt ja nicht, wir waren ziemlich souverän reingekommen. Ja, aber doch nicht die normalen Opfer, die wir immer so töten. Das stimmt. Und der Tank ist ein bisschen schon verletzt. Da könnten wir theoretisch diesen Lazarettzauber mal benutzen, den wir gelernt haben. Boah. Mal gucken, wie viel das wiederherstellt. Ja, absolut. Es ist Overtime. Okay, dann 46, naja. Naja. Mehr als nichts. Das stimmt, aber trotzdem, naja. Ich hoffe, das ist gut, was wir hier finden. Weil ja, das sind Edelsteine. Die sonst werden... bin ich enttäuscht. Nur schleichen. Cast light in dark places. Ja, ich bin jetzt auch gespannt, was der Meister der Tiefe ist. Ja, ein Monster. Ich werde, das ist so unspektakulär wie der Tölpelbold in Witcher. Ja, der einfach aussah wie er. Ja, aussah. Was? Von wem? Keine Ahnung. Was hier. Dialog beendet. Hätte man den Wicht mitnehmen können. Was für was? Jetzt hätte er irgendwas gesagt. Ich meine, der Wicht sagt doch nichts. Hä? Sargani hat eben Dialog. Ja, das weiß ich. Aber was hast du denn mit dem Wicht? Ja, weil wir den Dialog nicht gesehen haben, hätten wir den Wicht mitnehmen können. Ja, das war so ein random Ding, das immer mal kommt. Ja, als nichts Tiefgreifendes. Natürlich nicht. Ja, der Wicht hat selbst das nicht. Ja, keine Seele. Oh. Zerschmettert worden. Zum Glück haben wir ihn geheilt für 46.
Ja, stimmt, sonst wäre jetzt tot. Nicht. Ja, vielleicht hätte er schon seinen Malus. Nee. Also auch egal. Wir müssen ja eh rasten, bevor uns Meister der Tiefe kommt. Oder bevor wir ihn bekämpfen. Komisch, das ist ein hübscher Mützler. Das waren doch mit die ersten Feinde, die es gab. Jetzt und durchaus, aber es gibt ja nicht so viele verschiedene Feinde. Es gibt die Schleime, die Xaurips, normale Menschen, die fassen sich jetzt einfach mal zusammen. Ja. Und Wölfe und ja, Bären. Helden, Wildtiere, ja. Das Einzige, was außergewöhnlich war, waren diese Atra-Maschinen. Ja. So, das ist eine Sackgasse hier. Umso besser. Aber keine Schätze zu finden. Ist auch gar nicht mehr so prachtvoll hier die Ecke. Aber es ist hier ein ungewöhnlicher Wind in dieser Höhle. Möchte ich mal festhalten. Das stimmt. Es ist keine gewöhnliche Höhle. Obwohl, es gibt doch so Windhöhlen, oder? Eine Windhöhle? Ja, da pfeift so Wind durch. Deswegen heißen die, glaube ich, Windhöhlen. Weißt du, so Indianerzeug ist das, glaube ich. Die Stufen vor dir sind abgebröckelt, weshalb du jetzt am Rand einer dunklen Grube stehst. Du musst äußerst vorsichtig weitergehen und der Rückweg könnte sich schwierig gestalten. Vorsichtig die Felsen hinabklettern. Die wackelnden Felsen und die abbröckelnde Wand machen den Aufstieg langsam und tückisch. Wir wollen da runter. Ja. Auf dem letzten Stück vor dem Boden steigt Kana auf einen lockeren Stein und fällt den restlichen Weg nach unten. Du findest dich am Boden eines weiten Beckens wieder und schaust zu riesigen Felsbrücken und Adlerformationen hoch. Ja gut, das war... Oh, jetzt ist er verletzt. Ja, egal. So, speichern. Hat er einfach nicht genug Wandheit. Geschicklichkeit. Ja, oder Geschicklichkeit. So, mach doch bitte mal die Karte auf. Okay. Der Fuß. Sogar 15. Naja, warum denn auch nicht? Es war ja, wir haben ja hier erfahren, ist ja ein dass, menschliches Abbild. Ja, des ja. Königs, den wir getötet haben. Ist er das? Ja, das. Ich glaube, das ist er. Unter einem Mantel unheilvollen Schattens, der nur von einer matten Farbtöne der Adra-Statue erleuchtet wird, kommt etwas hervor, bei dem es sich nur um einen Drachen handeln kann. Seine Haut ist mit leuchtenden, lebenden Adra-Schuppen bedeckt und die Bewegungen seiner großen Gelenke hören sich an wie das Aneinandermalen von Felsbrücken. Brocken. Der Drache richtet sich zu voller Größe auf, seine Hörner ragen wie Türme empor, dann senkt er seinen Kopf wieder und starrt dich scharf und klug an. Hiravias stolpert nach hinten, reckt den Hals nach oben, um die Bestie in ihrer ganzen Größe sehen zu können. Selbst die Götter müssen eine solche Kreatur fürchten, sagt er, das Gesicht rot vor Furcht und Aufregung. Ach, der Wicht wieder. Ist aber sehr, sehr pessimistisch. Ja. Here you are, nearly at the heart of the world. What a journey you have made. Was hat der Drache hier unten zu suchen? Du bist der Meister in der Tiefe? Yes, the master below. You have found her. Kaadnua is mine, as is all that lies beneath it. Na, da haben wir aber was anderes. Ja, da müssen die Besitzansprüche geklärt werden. How fortunate you are to learn such well-guarded secrets. All it has cost you is your life. Ja, man kann den Kampf umgehen. Das machen wir aber nicht. Ja, nur wir müssen es nicht schaffen. Also. Was ist das hier für ein Ort? All that remains of a dead man's greatest wish. A grand memorial or merely a sorry little tomb. More than Ardnua's precious son are buried here, of course. Many more. It is where the Ardra veins converge. Before descending into the hollows of the world. Das ist es letztendlich, was euch alle hier herunterruft. Obwohl es jetzt unerreichbar ist, spürst du es jetzt, da du ihm so nahe bist,
diese Anziehungskraft der Wandlung. Ich glaube, ich werde einfach wieder nach Hause gehen. Mein Gold zählen, ein langes Leben leben. Ja. Nee, das machen wir nicht hier. Vier ist unseres. Ja. Also bist du derjenige, von dem sie all diese Zeit gesprochen haben? In a fashion. Think on it. How many hundreds of souls killed by fawning Zoraps or devoured by trolls? Dashed against sealed doors, dragged screaming into dark pits by spiders. All to see what you have seen. A gate into the past. The history of a fallen people. The haunted treasures of a mad king. The final monument of a distraught father. An old man weeping in the dark. And each and every man and woman that falls comes here. To this place. To me. Ich habe Khet Noir für mich beansprucht. Ich kann dir nicht gestatten, die Burg zu bedrohen. I have seen your Khet Noir. Have seen it rise and fall and rise again. Is it still rubble and weeds, or have you made more of it? Ich war schon hier, bevor die Etrianer noch den ersten Stein aufgehoben hatten. Ich bin älter als die Stufen, die dich hierher geführt haben. Ich bin an dieses lächerliche Denkmal gebunden. Und du kannst es ebenso wenig beherrschen wie mich. Aber du bist der Einzige, der es so weit geschafft hat. Ich kann dir nicht gestatten zu gehen. Jetzt nicht mehr, nachdem du diesen Ort gesehen hast. Na dann komm her, Biest. Ich werde mir deinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Perhaps we will speak yet, Trespasser. When you join the other souls I have devoured. Very well. Let us begin. Konfrontiere den Meister in der Tiefe, töte den Meister. Das ist die einzige logische Konsequenz. Ein durchschnittliches Abenteuer. Ja. Also wir müssen. Alle Gaben haben EP bekommen. Aber wir haben wieder fast ein Fünftel unserer Einnehmer an Banditen verloren. Ach, schon wieder. Aber es gibt schon wieder Steuern, gab's doch neulich erst. Ja, vielleicht wurden wir. Vielleicht haben wir es davor einfach nur gesehen. Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Ist ja schon relativ präsent da, ne? No good. Zumindest one-hittet ihr den Tank nicht. Ja, aber das ist jetzt ein Zauber, der glaube ich alle töten. Hier. Komm her, Wicht. Die Tür ist gut. Meinst du, das schafft er? Oh. Dann können wir den Zwerg nicht auswählen. Das ist wahrscheinlich Versteinung. Ach, der ist übernommen. Ah, bitte. Ach, Xaurips, komm auch. Überdenken. Gut, ich sehe, den Kampf schaffen wir noch nicht. Doch. Wir müssen hier nur besser kämpfen. Das ist verrückt. Alle sind tot. Ja, aber nur weil wir nichts gemacht haben. Also, wie stellen wir das denn am klügsten an? Da oben können wir nicht hin. Wir haben nur da unten diese Ecke. Die hier. Ja. Laden wir? Ja. Da bin ich mal gespannt. Also ich sehe nicht, dass wir das schon schaffen. Ja, mal schauen, wie es läuft. Kommt halt drauf an, auch wie sich das dann mit den weiteren Ads verhält, ne? Ja, ob die dauernd kommen oder einmalig. Weil wir uns dann stabilisieren können, wenn wir sie einmal getötet haben, dann läuft's gut. Naja gut, aber der Drache will wahrscheinlich auch Schaden machen. Ja, der Drache soll einen Zauber haben, die alles töten. Was jetzt angeblich. Nicht. Munkelt man. Man weiß es nicht genau. Ja, vielleicht wurde das auch gefixt, wer weiß. Meinst du, es wurde? Nee. Kannst du so einen Boss nicht dann. Ey, da stand, dass man, wenn der Zauberer Level 11 ist, kann er einen Zauber lernen, der versteinert. Und den kann man dann dauercasten. Auf den Drachen, ja. Sodass der Kampf dann lächerlich einfach ist. Ja, gut, vielleicht wurde das gemacht.
Als dass man den Drachen jetzt fair besiegen könnte. So, dann kommt er jetzt und dann klicken wir uns schnell da durch. Hübsch ist er, ja. Vielleicht können wir uns auch vorbeischleichen und seine Ads töten, wer weiß. Here you are, nearly at the heart. What a fine, how fortunate you are to learn such well. Don't be, I have... I will... So, dann mal los. Vielleicht kommen auch keine Ads, wenn man weit genug da hinten steht. Wirklich, wirklich. Hm, diesmal haben wir 3 Tage Zeit, um die durchschnittliche Abenteuer anzunehmen. Dafür haben wir mehr an die Banditen verloren. Na klasse. Ja, ne? Vielleicht sollte der Magier schon mal zaubern. Weiß er nicht, wo gegen Adra-Drachen so anfällig sind. Aber... Oh, alle tot. Ich glaube, das war der Zauber, in dem gesprochen wurde. Dann lass mal kurz gucken, wo die standen. Standen die irgendwie... Ja. Oh, das kam in so einer Welle. Na gut, dann standen die anderen beiden weit genug weg da hinten, ne? Und der Tank hat's überlebt, aus irgendeinem Grund. Weil er der Full-Tank ist. Ja, jetzt wurde er vernichtet. So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns vorbeischleichen können. Wenn nicht, können wir auch den Weg nehmen, wo wir nicht kämpfen, sondern den Drachen befreien von seiner Bindung. Können wir nicht hinterher noch töten? Die einfach wieder hochklettern? Ich weiß es nicht. Meinst du, die jetzt stehen schon da? Na gut. Ist auch egal, denn wir wurden entdeckt. Na, geh weg, Drache. Geh weg. Aber vielleicht können wir den Drachen hier in der Ecke tanken. Here you are, nearly. What a fu- how fortunate you are. Don't be. I will. Weißt du, dass wir ihn jetzt hier tanken und die sich erstmal um die Ads hier kümmern? Ja. Weil die Ads machen ja auch nicht schlecht Schaden mit ihrem Magierzeug. Das stimmt. So, dann tanken wir den mit dem Rücken zu unserer Gruppe. Ja, der sollte schon mal dieses, genau. Hm. Na, guck mal, da wurde er gefressen. Nom nom nom. Schwer verletzt. Gut, die halten nicht so viel aus, die jetzt, aber... Ja, der Tank... Ja, das schaffen wir noch nicht. Der Tank stirbt zu schnell. Ja. Wobei wir es jetzt noch einmal versuchen, weil dann ist die Folge auch rum. Ja, wir können ja auch... Wir können ja jetzt noch mal hochgehen und machen dann den Cut. Nein, wir versuchen es. Der ist einfach noch zu mächtig. Ist einfach so. Was interessant wäre, wir könnten versuchen, ob wir da wieder hochklettern können. Ja, das können wir. Guck, ist interaktiv. So. Versuchen wir es. Nein, du rutscht ab. Ja, nicht mal mit dem Lösungsweg, wo wir nicht gegen ihn kämpfen. Nein, der muss sterben. Beziehungsweise, wir können ihn dann wahrscheinlich trotzdem angreifen mit dem Zauber. Vielleicht können wir auch... Ja gut, aber wenn wir seine... Here you are, nearly at the heart. What a fine, how fortunate you are to... Don't I... Bla 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 bla. Weil die Ads waren ja schnell tot. Ja, der eine. Aber dann war ja noch einer, dann die Xoribs und dann den Drachen noch. Ja. Dann trinken wir den Trank. No good. Ja, ist halt. Er ist tot. Dann ist er tot. Ja, jetzt steht er wieder. Ja, gut. Fragt sich auch wie lange. Lange genug, hoffentlich. Damit den anderen ihm dran sind. Also, jetzt find mal dessen Schadensart heraus. Also nicht. Drachenschaden, keine Ahnung. Was hat er noch? Ja, echt wenig. Viel Ausdauer. Das haben wir schon getrunken, das Geist. Ja, ja. Da können wir nicht noch eins von trinken. Sag ich ja. Was haben wir noch? Ach, das geht nicht im Kampf. Egal. Oh.
Wenn es höchstens mal mit der Gruppe dann nach da hinten laufen, gucken, ob man ihn da vielleicht irgendwie verbacken kann. Ich meine klug tanken. So, wir teilen die Gruppe auf. Ja, ihr muss weglaufen, ihr ist jetzt das Opfer, das dafür sorgt, dass die beiden erkunden können. That's not very helpful. Der Wicht, der hält die Wache. Was wir versuchen könnten, wären die Eds mit einem Zauber zu pullen. Naja, das... Den Drachen schaffen wir trotzdem nicht. Noch nicht. Ach nein! Ja, ist auch egal. Der Fuchs wird sie lange genug aufhalten, dass Kanon da mal gucken kann. Hoffe ich. Nee, doch nicht. Ich glaube, der Meister der Tiefe ist tatsächlich im Moment auch noch unser Meister. Na, wir versuchen ihn jetzt mal im Zauber zu holen. Vielleicht klappt das. Das wäre natürlich lustig, wenn wir dann den Dialog nicht mitbekommen. Also das Spiel nicht sieht, dass wir den Dialog... Lava, Ruby und ja, dann passiert irgendwas. Ist der Meister der Tiefe verbuggt? Ah, jetzt glaube ich gar nicht. Oh, doch. Irgendwas haben wir getroffen. Ja. So, was kommt? That didn't work. Need to try something else. Ja, guck, die Eds nämlich. No good. Na komm. That's not very helpful. Da kommt der Drache. Das könnte auch der andere sein von denen da. Ah nein, das ist der Drache. Nee, das siehst du doch hier an diesem... Nee, das Gelbe ist doch bestimmt hier dieser zweite Kleine, ja. Das wäre es natürlich gewesen, hätte das geklappt. Ja, das klappt, wir haben den Drachen wahrscheinlich auch noch getroffen. So. Jetzt schießen wir so, dass wir den Drachen nicht treffen. Ja, wo es kommt ja nur das, was man trifft. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, wo der Drache steht, das ist jetzt natürlich hier klug gemutmaßt. So haben wir den Drachen getroffen. Hm. Ich glaube, hier stehen die Xaurips. Ja. Bei die Xaurips, die könnten auch im Kampf wahrscheinlich mit besiegen durch den Splash. Ja, das macht aber alles noch ein bisschen schwieriger. Ja, nix getroffen. Los, Feuerball. Auch nicht. Schießt ihm noch ein bisschen weiter nach oben links. Lava, Ruby und Seek. Das ist ja der, der auch so abprallt, ne? Mhm. Oh. Jetzt haben wir es getroffen. Curses. Die Ehre halt. Was kommt? Den hatten wir eben ja auch schon. Ja, wir sind ja ganz in die Ecke. So, der war eben hinter dem Drachen. Irgendwas zaubert da noch aus dem Dunkeln raus. Ja, der Drache ist halt recht langsam. Vielleicht kann man das auch nutzen. Er ist aber halt auch mächtig. Ja. Nein. Alter, da stand immer noch irgendwas da hinten. Und hat so Blitze gemacht. Ja, wahrscheinlich ein drittes von seinen komischen Geisterwesen. Gemein. Klettert wieder hoch. Du erklimmst die Felsen langsam und gleichmäßig und kletterst schließlich über den Rand. Sei jetzt mal wieder ans Licht hier, komm. Kannst auch auf schnell stellen, oder? Doppelte Geschwindigkeit. So lobe ich mir das. Ja, ja, wo waren wir denn oben eigentlich? Wir waren in Trutzbucht. Ja, aber... Irrenanstalt, dann waren wir bei der Gräfin. Dann wir müssen jetzt in die Verhandlungen über genau, die Gesetze richtig, hineinplatzen. Die wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten vorbei ist. Wer weiß. Nein, wir kommen natürlich immer zur rechten Zeit.
Könnte das eigentlich dieses Abenteuer? Das Abenteuer ist nicht da. Vielleicht gab es einfach keins. Was? Weiß ich nicht, ob die. Das kam ja immer nur nach dem Dialog. Stimmt. Ja. Ja, gut, ja, das erklärt das ja. Und jetzt ist ja Zeit vergangen. Vielleicht vergeht auch mit dem Dialog Zeit, aber jetzt reisen wir ja 5 Stunden hoch. Das heißt, wenn es nach Zeit geht, müsste es jetzt kommen. Ja. Wir haben bestimmt nicht über 5 Stunden mit ihm geredet. Wenn nicht sogar 11 brauchen, um hochzuklettern. Wir hätten es ja sehen, ansonsten gibt es halt kein Abenteuer, mein Gott. Wir haben jetzt auch nicht die EP durch den Dialog mitgenommen. Ja. Also deswegen wir jetzt kein Level Up haben. So viel EP wird er nicht gebracht haben, denke ich mir. Nee, ein Level Up. Ja, vielleicht fehlt ja jedem nur noch eins. Ja, 1000. Ich weiß nicht, wie viel. Ich hab's vergessen, wie viel da stand. Wahrscheinlich auch mehr als 1200. Ah. So, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir uns einen Questlog an und sehen, was wir machen müssen. Genauso werden wir es machen. Bis dahin.